Und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Ich freue mich ganz besonders, dass Bernd Schumacher endlich mal wieder Zeit hat. Über ein halbes Jahr habt ihr gewartet auf ihn, habt immer wieder geschrieben, wann ist es soweit? Es ist soweit. Erstmal herzlichen Dank, dass du Zeit hattest, lieber Bernd. Und liebe Grüße von hier aus Deutschland. Wo bist du gerade, wenn ich fragen darf? Ja, Heiko, du weißt, ich bin in Mexiko. Ich bin geflüchtet in die Sonne, weil die Winterzeit setzt mir in Deutschland doch immer ziemlich zu und erst recht jetzt mit den Corona-Maßnahmen. Und deswegen bin ich eben Januar, Februar meistens all die Jahre nicht in Deutschland. So auch dieses Jahr. Also ich muss sagen, nach all dem, was speziell in den letzten Wochen hier in Deutschland passiert, wäre ich gerne bei euch mit im Gepäck gewesen, weil ich bin ja nun vor Ort und erlebe es ja tagtäglich, wie der Faschismus in Deutschland immer mehr seine Fratze zeigt. Und ihr seid jetzt nun raus, aber trotzdem machst du ja auch dein Radio, ne? Top 20 Radio macht ihr ja auch regelmäßig und du verfolgst auch die Politik. Jetzt ist es so, deswegen haben viele auch auf dich gewartet, weil sie sagen, Mensch, der Bernd hat immer so positiven Ausblick uns gegeben. Wie siehst du denn jetzt so ein bisschen aus der Ferne, aus Mexiko, die aktuelle Lage hier bei uns in Deutschland? Du kannst auch global reden, wie auch immer. Wie siehst du es momentan?